Weiter geht es mit einer neuen gewaltbereiten Folge Dead Island 2. Freut mich, dass du da draußen wieder mit am Start bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte manipulative Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Es geht weiter, Freunde. Ihr wollt das Ganze hier ein wenig supporten. Geht super mega easy. Einfach nur eine klitzekleine Bewertung reindrücken. Gerne auch kommentieren, wäre super nice. Wir sind dabei, uns die legendären epischen Waffen zu gönnen. Ich weiß, wo ich hin muss, aber ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Sagen wir es mal so. Und zwar muss ich hinter das Gebäude. Wie komme ich da hin? Untenrum durch im Gebäude? Gab es da einen Hinterausgang? Ich kann es nicht sagen, ne? I don't know. Oder hier. Vielleicht geht's auch hier rum. Also hier schon mal nicht. Hier ist irgend so eine Militärtuse. Noch mehr Militär. Oh, geht's da drüben durch? Nee, leider auch nicht. Dann haben wir das hier noch. That wasn't a surprise at all. So. Yo! Was macht ihr denn hier? Die ganze Gang wieder am Start, ha? Huh? So, wenn ich hier durchgehe, ist es nur ein anderes Gebiet, ne? Ja, Zonenausgang. Das ist nicht, was ich will. Wie komme ich da durch? Unten, wow! Ey, Sarge! Der gute alte Sarge. Ach, komm schon. Woher kommen die jetzt alle? Tja, Strom zieht auch durch die Rüstung. Ich will doch nur meinen Loot. Ich brauche so eine infizierte Sehne. So, Helm ist unten. Alright, ja, vielleicht doch irgendwie durchs Gebäude. Dann haben wir noch die andere Option. Unten am Strand eventuell entlang. Geht das Ding auf? Yo. Das ist doch schon mal gut. Ey, du bist sportlich. Aber gegen meine Schockerfähigkeiten hast du keine Chance. Gegen die hast du keine Chance. So, und irgendwo hier. Irgendwo hier. Müssen wir hin. Irgendwo hier ist so ein Dude. Und dieser Dude, der will sterben. Kann man hier vielleicht zwischen? Und wenn wir diesen Dude, der sterben will, Malma. Another shocking state of affairs. Delgado. Alright, but. Nochmal ein bisschen Strom verstärken. Und der Kollege, der hat schon was. Delgados alte Kiste. So, jetzt müssen wir hier rein. Und ist das Delgados Kiste? Hello, beautiful. Captain JJ. You armored freaks better watch out. Are you insane, Delgado? Turn it off. This is a restricted area. No punching, private. I'm just testing my equipment. Look, audio only. That's no better. And I'm no egghead. Two for flinching. Okay, okay. Look, a shipment came in. Package for you. Finally. Was starting to think the morons back home actually want this to blow up in our face. So this is it, huh? Yep. Will it, you know, be enough? You guys do your job, and we'll never have to find out. Yeah, I know. Go babysit Greenhouse Dog and leave the puppets to everyone else. But for 3 more days, I gotta keep delivering parts. If I knew where anything went. Idiot. Let me look. Drop this one off at 58, and... Oh? They trusted you with the priority asset?
Heard it'll help mess up zombies. So, what's in here? It's need to know, and all you need to know is what priority means. You used to be fun. Ugh. Drop it by 66, near the body disposal pits. Thanks. Just handle it with care. How about one hint? Is it a box of acid? Knife-wielding scorpions? A miniature zebra? Out! Be careful out there. Ha! Rodriguez, when am I ever not? You really want an answer to that? Wir haben sie. Die legendäre Superwaffe. Und sie ist wirklich legendär super. Ich meine, der Blutungsschaden ist einfach nur böse. Wow. Das Ding macht allgemein den Monster-Damage, ne? So, warte mal. Hier geht's auch nur in ein anderes Gebiet. Wir müssen jetzt raus aus all dem. Achtung. Ne, hier ging's nicht durch, ne? Keine Abkürzung. Ne, wir müssen... Haben wir hier eigentlich noch Missionen? Jetzt schauen wir mal. Eine neue Quest da oben. Ganz viele Vermisstenanzeigen. Au! Oh, das mit der Säure war mies. Das mit der Säure war mies. Ach, come on! Alter, der Strom ist ja böse. So, geh auf. Und durch. Alter, gegen das Ding hat ja niemand eine Chance. What the heck? Ich dachte, die anderen Superwaffen wären gut, aber das Ding ist ja jenseits von gut und böse. Das ist ja ultra. Da machst du ja gar nichts. Dagegen machst du gar nichts. Alter. Please. Get out of the way, man. Chemikalien. Genau, was ich brauche. Okay, die Waffe ist ja wirklich unglaublich stark. Also jetzt brauchst du eigentlich auch gar keine andere Schusswaffe mehr. Eine Uzi oder sowas, eigentlich völlig egal. Du brauchst einfach nur die legendären Waffen. Und dann bist du ja eigentlich komplett ausgestattet. Mit allem, was geilo ist, ne? Olli. Der Zombie hat einen Namen. Skatefinks Safe-Schlüssel. Wo ist denn Skatefinks? Das war doch irgendwo hier in der Nähe. Ich muss mal rüber zu Skatefinks. Karte. Ist das Skatefinks? Geldkassette. Maybe. Wo war das? Hier ein Stück runter. Der gute alte Olli. Den haben wir weggeholt. Die dumme Sau. Olli, du dumme Sau. Immun. Okay. Gut, gegen einen echten Stachel habe ich natürlich keine Chance. Da muss man dann mal wechseln. Weep, 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 weep. Was geht da ab? Ach da! Oh, Level 28. Boah, nicht cool, Alter. Hey, hey! Bleibst du hier? So nicht, mein Freund. Das mögen wir hier nicht besonders. Alright. Der Frittenmann. Yo, Frittenmann. Boah, bist du hässlich. Ich will kein Bussi. Kein Bussi. Haben wir noch einer von denen? Ey. Wow. Okay, ist das die Skaterbude?
Oh nein, Maden Freddy. Ich finde halt auch die Grafik so extremo gut. So, das ist doch hier der... Echt? Nicht dein Ernst, Alter. Wo ist der Safe? Schublade. Hopp! Irgendein Punk! Nicht cool, Alter. Der andere schmeißt sich sogar vor den Punk. So, jetzt aber. Na komm. Sorry. Oh, da draußen wieder Jabu. Ich will doch nur den Laden durchsuchen. Gibt es doch nicht. Sorry, Jabu. So, es ist irgendwie nebenan. Hier ist der Skateladen. Hat man hier nie Ruhe? Hell, ey. Donuts weren't on Pablo's list. Donuts? Ach, das ist gar nicht der Skateladen. Okay, lass nochmal hier rüber. Wo ist... Die haben keinen Namen, ne? Die Dinger hier. Was ist das hier drüben? Vermisste Person Pablo. Geldkassette. Könnte es noch hier sein? Ja gut, dann gehen wir hier mal ganz schnell gucken. I'm walking on sunshine. Yeah, yeah, yeah. Bitte nicht nerven, oder es ist nur bei diesem tasty Ice Cream Ding. Brain Freeze. Das ist wahrscheinlich auch kein Skateladen. Ah, obwohl. Nope. Keine Skaterbude. Nix Skater. Boah, boah. Boah, ey, keine Chance. Keine Chance. Der Strom, den er mir gegeben hat, weil er mich angesprungen hat, in Kombination mit Hacke-Peter-Moves. Da macht er dich weg. Ja gut, dann gehen wir mal zur Nebenmission. Alter, diese Machete ist jenseits von Gut und Böse. Also die legendären Waffen machen richtig Spaß. Richtig, richtig nice. Yo, 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 yo. Halten Sie mal die Schnauze. Muss weg. Muss weg, Jungs. Gut, der will's wieder wissen. Alter, wie er dodged. Dankeschön für den Klingenarm. Den habe ich gesucht. Den habe ich doch die ganze Zeit gesucht. Den guten alten Klingenarm. So, wo ist jetzt die... Blue Crab? Da hinten. So, Freunde. Der blauen Krabbe. Moin, moin, moin. Was gibt's Neues? Yo, craziest thing. I was cleaning up the parking lot and some gunk got all caught up on my broom, tried to smack it off and boing, goes bouncing over the wall. Word of advice, zombie gunk, don't you touch it. Oh, bet that's the stuff that turns him. Oh, I knew it, man. It's not a virus. It's like GM food. Chlorine chicken.
antibiotic beef. It's all brewing inside them. Doesn't really explain the infectious bit, Sunshine. But I'm in the market for some of this gunk. I think I know where you can get the good stuff, yeah? The most messed up zombie, that's where. You gotta check the strongest man comp. Those roid-soaked douchebags will be gunk mines. That's an unfortunate but accurate phrasing. Yeah. And like the sewer outfall? There's been toxic waste in there for years. I mean, there's gotta be bad turkeys cooking in that oven. All the best venues, bruv. I'll check him out and bring you something from the gift shop. Yeah. Yeah, you'll see I'm right. GM Foods, man. Alright, neue Mission. Trent, you burn all those zombie parts like I asked you to? Define burn. What? What is the confusion here? Definiere verbrennen, Kumpel. Ja gut, dann ist die Waffe jetzt eigentlich auch völlig egal, denn wir haben Waffen, die jetzt so krass sind. Brauche ich irgendwie alles nicht mehr, ne? Nehme ich lieber Geld und upgrade meine Waffen. Also die legendären und so definitiv upgraden. Die hier, Bombe. Sie macht halt noch ein bisschen mehr Damage. Kostet aber auch gut Geld. Was mache ich hier rein? Ist eigentlich ziemlich geil, so auf Distanz, ne? Nochmal ein bisschen Gesundheit rausziehen aus der Kiste. Alright. Das Ding ist böse, Freunde. Das Ding ist richtig böse. So. Friend of yours? Joe's. Nick ran the smaller one. Ah, Joe's Rentals. You know Joe's real name is Johan, right? Figured people wouldn't want to buy surfboards from a Dutch guy. Yeah, that's because people here are dumb. The Dutch are a proud surfing nation. That can't possibly be true. Nick wouldn't lie to me. Klar, die Holländer sind eine stolze Surfernation. Das ist ein Fakt. Wer was anderes behauptet, der macht hier kulturelle Verschiebung. Das ist heutzutage ein ernstes Thema, liebe Kinder. Kannst eine Surfernation nicht einfach ihr Surfer sein absprechen. So, wo müssen wir hin? Hier hin. An Popo der Welt. Hier eine Geldkassette zufällig? Not getting the Pablo vibes in here. Muscle Beach. Immer gut für ein paar Muscle Zombs. Da ist doch einer von diesen Muscle Zombs. Die Machete ist einfach King, Kumpel. Die Machete ist einfach King, da kannst du nichts machen. Ich nehme die lila Sachen auch nur noch jetzt mit zum Verkaufen. Was will ich mit lila, Alter? Ich bin jetzt ein legendärer Dude. Ich bin jetzt offiziell einer von diesen Legendary Players. Lila ist für mich eine Beleidigung. So, wer hat wieder zu viel Proteinpulver genascht? Organspender. Aufgemotzte Zombie-Teile gibt es beim Muscle Beach-Wettbewerb. Wir sollen direkt hier in den Gully springen. Ja, das wird ja mal wieder schön. Das wird mal wieder ein Erlebnis für die ganze Familie. Ist hier mittlerweile der Typ da, der den Schlüssel hierfür hat? Das ist ein gewöhnlicher Geher. Das juckt niemanden. Weil hier haben wir auch noch was. Rettungsschwimmerschlüssel. Keine Ahnung, wo ich den finden kann.
Ist hier zufällig ein... Du siehst aus wie ein Rettungsschwimmer. Ist kein Rettungsschwimmer. Tja, ich habe mich wohl geirrt. Hätte schwören können, du bist einer von denen. Eingeweide, die explodieren. Zombie-Glimps. And I just put fresh socks on. Ja, die Socken kannst du wegschmeißen. Die kannst du wegschmeißen, mein Freund. Boah. Boah, wie ich die Dinger hasse. Oh, nee. Alle tot? Oh, da geht's weiter. Alright, Organe bin ich anscheinend gut voll. Na gut, Freunde. Wie es weitergeht in der nächsten widerlichen Folge. Bewerten, kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.